Wer würde mich so erkennen in Dubai auf der Straße? Meine lieben Freunde, das Jahr neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende zu. Und ich habe noch ein paar Besorgungen, die ich erledigen möchte. Für die meisten Menschen war es leider ein sehr, sehr schlechtes Jahr. Für sehr wenige war es ein gutes Jahr. Für mich, boah, ich weiß es nicht so wirklich. Ich weiß es echt nicht. Was war das denn für ein Jahr für mich? Erstmal besorgen die neuen jetzt. So, meine lieben Freunde, das ist der Einkauf gewesen. Kopfhörer habe ich jetzt. Und weiter geht's. Ich werde jetzt heute wahrscheinlich das beste Investment machen für das kommende Jahr. Das zeige ich euch aber gleich. Jetzt ziehe ich erstmal die Kopfhörer. So, die Kopfhörer sind drin. Anstatt auf das Jahr 2020 zurückzublicken, sollten wir vielleicht mal schauen, was wir uns für 2021 vornehmen. Was kann ich euch mitgeben? Meine jungen Follower oder meine ganz jungen Follower, macht eure Schule vernünftig. Zieht eure Ausbildungen durch. Lasst euch nicht von einigen Hurensohn-Rappern beeinflussen und hört auf, Drogen zu nehmen. Da fängt es gar nicht damit an. Ansonsten, Leute, seid real. Nehmt euch keine Vorbilder, die es nicht sind. Und versucht nicht, Sachen nachzueifern, die ihr nicht selber seid. Das heißt, irgendwie eine Rolex oder diese Fake-Rolex. Ihr seht selber sehr, sehr viele Leute, die berühmt sind und so tun, als wären sie die Reichsten. Und euch versuchen, diesen Lifestyle vorzuleben. Haben am Ende selber nur gefakte Uhren, gefakte Klamotten, alles ist fake. Gehört nicht dazu. Definiert ihr euch über euch selber. Und wenn euch eine Rolex so gefällt, dann arbeitet dafür, kauft sie euch oder was auch immer. Und wenn euch eine Casio-Uhr gefällt, dann kauft euch auch eine Casio-Uhr oder eine G-Shock oder eine Apple Watch. Apple Watch ist die beste Uhr. Die Dinge, die euch Spaß machen, ob sie teuer sind oder nicht. Hauptsache, ihr seid real. Ich esse jetzt hier bei KFC, Leute. So, das Mittagessen haben wir hinter uns. Weiter geht's. Seid das Original. Das heißt, versucht nicht jemanden nachzuahmen, der ihr nicht seid, sondern seid jemand, der nachgeahmt wird. Und jetzt mache ich das allerbeste Investment für 2021. Also das wird mein bestes Investment, das mache ich jetzt schon für das kommende Jahr. Hier drin finden wir es. Übrigens, viele fragen mich, woher hast du die Brille? Jetzt kommt kein Rabattcode, sondern die hat mir Capo geschenkt. So Leute, ich habe es gerade in der Hand. Also Leute, mein bestes Investment 2020 für 2021 ist gerade vor mir.